Einen wunderschönen guten Morgen zum Livestream DAX Long oder Short heute am 14.09.2018. Wir haben es Freitag, mal wieder der Tag vor dem Wochenende und wir wollen mal schauen, was wir eventuell heute noch hier gegebenenfalls aus dem DAX oder auch aus anderen Märkten eventuell an schönen Trades heraus produzieren können quasi. Ihr seid auf dem Kanal von JFD Brokers, mein Name ist Markus Klebe. Und wir wollen uns, wie gesagt, hier primär am Morgen dem DAX widmen, der gestern ja erstmal grundlegend wieder aufwärts tendierend war, grundlegend auch wie angenommen, aber dann eben eigentlich zum Nachmittag hier wieder eine enorme Bremse im Bereich 12.100 hatte. Und das wollen wir uns jetzt hier mal anschauen, was wir vielleicht daraus produzieren können für den heutigen Tag. Vorab, wie gewohnt, der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zusätzlich zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen auf den Markt und da seht ihr mich dann auch wieder. Einen wunderschönen guten Morgen hier an dieser Stelle. Oasassi hier auch willkommen, herzlich guten Morgen. Ich lese mir das gleich durch, was du geschrieben hast. Wir schauen erstmal vorab kurz auf den Markt. Ihr seht, dass ich hier auch eine Order im Markt drin liegen habe. Ihr seht auch Grund, heute das Eröffnungskursniveau war und das in diesem Bereich gestern. Ja, Moment, wir machen da mal Kreise draus. Das in diesem Bereich, also ich hatte diesen Bereich ja gestern schon als sehr, sehr wichtig erachtet. Ihr seht das hier, dass ich in diesem Bereich zweimal versucht habe zu agieren. Ja, dann dieser Bereich im Laufe des gestrigen Tages weiterhin wichtig blieb, in der Nachtsession wichtig blieb, wobei diese Nachtsession ja mehr oder weniger uninteressant für uns ist, weil es diese ja eigentlich nicht gibt. Und dann eben heute Morgen in diesem Bereich auch der Eröffnungskurs war. Also Bereiche, wir hatten das gestern in der Analyse angesprochen, zwischen 70 und 80 war da mein Gedanke, dass der Markt gegebenenfalls zum Erliegen kommt, zum Bremsen kommt, einen Rücksetzer zeigt, der von meiner Seite etwas stärker angedacht war. Ich hatte gedacht, dass der Markt es eventuell durch diese graue Zone etwas weiter nach unten schafft. Ich hatte somit hier in diesem Bereich gestern einen Short Trade, der dann auch erstmal angelaufen ist, aber nur in das Unterstützungsniveau in etwa 12.060 hier, dann wieder zurückgelaufen ist. Und ihr seht das, dass ich hier an dieser Stelle dann wieder ausgestoppt wurde mit einem kleinen Profit. Hatte es dann hier oben nochmal auf der Abwärtsseite versucht. Da ist ein kleiner Gewinn draus geworden und habe ich dann gestern hier an dieser Stelle es nochmal auf der Long Seite versucht, also der Unterseite mit dem Gedanken, dass eben der Markt mit den US-Märkten eventuell weiter nach oben geht, dass er die Stärke findet, die von den US-Märkten angezeigt wird. Grundsätzlich ist der Markt dann erstmal nochmal etwas tiefer nach unten gesackt, hat dann zwar leichte Stärke aus diesem Bereich nochmal gefunden, aber die Reise des US-Marktes mal wieder, der S&P, der ist sauber am Laufen, er ist heute Morgen auch sauber am Laufen nach oben und nach wie vor hat es der DAX hier nicht geschafft, nennenswert weiter. Er hat zwar hier natürlich am Vormittag Stärke gezeigt, aber das ist ein Szenario, was er in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr oft gezeigt hat. Früh kurze Stärke und dann tendenziell ja eher seitwärts tendierend über den Tag. Aber seitwärts tendierend eben mit diesem wichtigen Bereich, in etwa hier ist es der 90er-Bereich, also leicht darüber, wo ich es gestern angedacht hatte. Nichtsdestotrotz waren meine Trades trotzdem in diesem Bereich leicht oberhalb des Bereiches, den ich hier früh erstmal grob angedacht habe. Somit liegt jetzt hier, ihr seht das hier, es liegt wieder eine Order in diesem Bereich drin. Ich gehe jetzt davon aus, beziehungsweise nicht gehe davon aus, sondern würde es gerne sehen wollen, dass der Markt hier nochmals das Eröffnungsniveau testet, gleichzeitig das 22 Uhr Schlusskursniveau, um dann eventuell weiter der Aufwärtsseite zu folgen. Ähnlich wie gestern, auch wenn es gestern erstmal grundlegend vielleicht nicht schiefgegangen wäre, würde ich nicht dieses Opening Range Breakout handeln wollen auf der Oberseite, sprich hier diesen aktuellen Tageshochkurs kaufen mit eventuell dem Stop hier drunter. Das ist mir aktuell nach wie vor zu aggressiv, da der DAX eben es ja nicht zeigt, gerade gestern am Nachmittag, dass er nennenswert nach oben möchte. Somit versuche ich nach wie vor leichte Rücksetzer zu kaufen. Und das wäre zum einen der Bereich des Eröffnungskurses und das wäre dann auch nochmal zusätzlich der Bereich des 17.30 Uhr Schlusskurses hier unten, den ich dann ebenfalls nochmals versuchen würde zu kaufen. Ja, das sind dann auch so die Bereiche, die erstmal für den Vormittag von meiner Seite aus stehen. Denn da machen wir das Bild jetzt mal hier ein wenig kleiner und schieben den Chart mal ein bisschen zusammen. Entschuldigt.
Der Bereich des vorgestrigen Tages, und zwar der Bereich in etwa um die Marke 12.040. 12.000, ja doch, 12.040, das sind diese Hochs vom Mittwoch, die er hier ausgebaut hat. Die hatten wir davor auch schon mal wichtig. Wir haben sie gestern von der Oberseite getestet. Somit ist der Bereich knapp unter des 17.30 Uhr Schlusskurses, mehr oder weniger eigentlich der Bereich des 17.30 Uhr Schlusskurses. Der ist eigentlich für mich persönlich für den heutigen Tag richtungsentscheidend. Also alles, was hier drüber, über diesen Bereich passiert, ist eben interessant für die Aufwärtsseite und dazu zählt ein eventueller Rücksetzer ebenfalls in das 17.30 Uhr Schlusskursniveau. Moment, das sollte jetzt wieder ein Pfeil werden. In das 17.30 Uhr Schlusskursniveau zählt da noch rein. Ja, um hier eventuell erneut die Aufwärtsseite aufzunehmen. Weitere Long-Überlegungen eben, wie gesagt, hier auch in diesem Schlusskursbereich. Erstmal aus aktueller Sicht von meiner Seite für die Märkte. Sollte der Markt jedoch dann eben hier nicht in diesem zweiten, eventuell zweiten Versuch die Long-Seite annehmen, sollte er unter diesem Bereich gehen, dann ist es auch denkbar, dass wir hier diese gestrigen Zwischenhochs nach unten durchschreiten, dass wir eventuell wieder an die 12.000 laufen, vielleicht auch erstmal wieder darunter pushen, 950 im Ausläufer vielleicht, erstmal so in den ersten Zügen. Aber grundsätzlich gehe ich davon jetzt erstmal nicht aus, weil der S&P gerade auch wieder oberhalb sogar von 2.905 ist, also sehr, sehr stark. Er pusht jetzt auch direkt mit der deutschen Eröffnung, was ja jetzt, sage ich mal, noch nicht ganz so kriegsentscheidend ist. Nichtsdestotrotz schauen wir ja immer auf die Tendenzen der US-Märkte. Aber es ist natürlich vormittags immer so, dass der DAX schon sein Eigenleben in etwa hat. Aber trotzdem eben die Bewegungen des S&P, der US-Futures, die auch über Nacht laufen, nicht ganz so am Markt vorbeigehen. Ich schaue gleich mal im Chat. Also, wir hatten gestern, wie gesagt, den Bereich 2905. Das war nicht so uninteressant. Dann hat der Markt jetzt hier gerade, ihr seht das, wir sind hier in einem Stundenchart, dass er eben über diesen Bereich gegangen ist. Und grundsätzlich meine Annahme hier, dass der S&P weiterhin für den heutigen Tag alles, was oberhalb von 2900 stattfindet, auch mehr für die Aufwärtsseite spricht. Und die Allzeithochs, die sind jetzt aus dem aktuellen Kursbereich hier im S&P nicht mehr weit weg. Die sind im Bereich in etwa 2915, knapp darüber. 7 Punkte. Und wenn wir diese gestrige Bewegung sehen, wenn wir heute Morgen die Bewegung sehen, dann ist es nicht auszuschließen, dass der S&P hier sogar nochmal heute in Richtung der Allzeithochs wandert und vielleicht sogar neue Allzeithochs ausbaut. Also weiterhin Stärke, leichte Rücksetzer im S&P, auch hier denkbar eben für Käufe, beziehungsweise ihr wisst, ich handle das ja aktuell dann lieber im Dow Jones. Also wenn mir der S&P hier wichtige Bereiche zeigt, setze ich diese Gedanken dann im Dow Jones um, weil einfach der teilweise etwas stärker pusht und mir dann die Möglichkeit gibt, da auch mal 70, 80, 90, 100 Punkte einzukassieren. Das ist uns diese Woche auch gelungen, zwar im unteren Maße, also 70 Punkte war, glaube ich, im Dow Jones mein bester Trade diese Woche. Also ich konnte diversen Bewegungen hier nicht so richtig folgen. Ich hatte da teilweise Probleme dann, dass ich eben nochmal ungünstig ausgestoppt wurde. Also die Woche ist aktuell zwar positiv, auch eigentlich nicht so schlecht positiv, aber es ist keine Granatenwoche, um es mal so zu nennen. Leicht durchwachsene Woche, aber wir schlagen uns erstmal bis dato nicht so schlecht. Und ich denke mal, heute können wir vielleicht da nochmal eine kleine Schippe draufpacken. Aber das werden wir grundsätzlich sehen. Aber das jetzt hier der Gedanke zum S&P. Solange der, wie gesagt, da oben rangiert, sollte es für den DAX eigentlich bedeuten, dass wir auch hier in diesem Bereich bleiben, dass wir vielleicht auch wieder Long-Tendenzen sehen. Jetzt kommt mit 9 Uhr hier der Markt ein bisschen nach unten, testet vielleicht den Bereich und nimmt uns hier mit. Das müssen wir schauen. Der Gedanke jetzt meinerseits bezüglich des Stops für diese Überlegung. Wir haben natürlich so ein bisschen strategisches Problem. Idealerweise würde man sagen, okay, da ich ja hier unten in dem Bereich auch nochmal ein Kaufniveau habe, dass man vielleicht sogar den Stop hier irgendwo darunter packt. Aber wenn wir uns das kurstechnisch anschauen, haben wir hier den Bereich in etwa 12.090. Wir haben hier in etwa den Bereich 12.060. Und wenn wir darunter dann noch den Stop packen im Bereich 12.050, dann hätten wir von diesem ersten Einstiegsniveau 40 Punkte Risiko. Das ist eine ganze Menge Holz und das ist eine ganze Menge Risiko. Und da spielt es dann auch grundsätzlich keine Rolle, ob man da eine kleinere oder größere Positionsgröße nutzt. Es ist einfach ein zu großer Stop für diese Handelsentscheidung. Somit muss ich, auch wenn das blöd klingt und der eine oder andere sagt, hä,
Ich muss hier, wenn dann zwei Trades machen, auch wenn ich dann eben ungünstig zwischendurch ausgestoppt werde. Ich würde mich hier höchstwahrscheinlich erstmal für dieses kleine Zwischentief entscheiden, für den Stop des ersten Trades. Wenn der Markt dann noch ein Stück weiter rutscht, dann müssen wir schauen. Das ist hier unten natürlich für einen Stop auch nicht so uninteressant, aber selbst dieser wird wahrscheinlich einen Hauch zu groß sein für die Entscheidung, hier im Schlusskursniveau 17.30 Uhr einzusteigen. Also müssen wir da wahrscheinlich auch so ein bisschen den Stop höher setzen. Wir können das Ganze mal abgleichen auf dem 5-Minuten-Chart. Ich schaue ja, das wisst ihr, hier unten immer auf die ATR, um im Prinzip die Stopgröße in etwa festzulegen. Da sind wir aktuell und das wird ja jetzt in den nächsten Minuten steigen, da wir jetzt eben die 9 Uhr Öffnung haben. Wir haben aktuell eine ATR von 6, zwischen 6 und 7, also ein Stop aktuell aus aktueller Sicht zwischen 8 und 16 Punkten wäre okay. Und wenn wir hier uns entscheiden, im Prinzip in diesen Bereich einzusteigen und dann den 90er-Bereich bzw. knapp darunter haben, das Abziehen sind wir im 73er-Bereich. Das ist hier in etwa dieses Tief. Also es passt exakt in das Bild dann diesen kleinen Tiefpunkt hier. Mehr oder weniger aus der Nachtsession zwar, aber er ist doch etwas markant und ich würde diesen jetzt nutzen, um dann hier, wenn ich hier reinkomme, den Stop dann entsprechend hier unten unter das Tief zu packen. Und als Ziele auf der Oberseite, das müssen wir ja auch besprechen an dieser Stelle. Ich zeichne das jetzt mal im 30-Minuten-Chart ein. Moment, jetzt habe ich hier doppelt geklickt. 30-Minuten-Chart, nochmal der Blick drauf. Wenn wir jetzt hier magentafarbene Linie und gelbfarbene Linie, wenn wir in diesen Bereich einsteigen und das Risiko entsprechend unter dieses Tief hier setzen, zack, und das mal wieder mit einem Viereck markieren, ja, das ist das Risiko. Und dann seht ihr, dass wir, wenn der Markt nur, in Anführungsstrichen, nur in Richtung des Tageshochs läuft, ja, also er braucht nicht mal so weit laufen, dann sind wir schon in dem Bereich, wo ich darüber nachdenke, den Stop auf Break-Even zu setzen. Wir hätten charttechnisch hier auch noch so einen kleinen Punkt, den wir eben zwischendurch nutzen können, um eventuell den Stop nachzuziehen. Und ihr seht, wenn der Markt hier in Richtung der gestrigen Tageshochs läuft, haben wir schon ein 2:1 Chance-Risikoverhältnis. Der nächste Bereich, der nicht so uninteressant ist, wäre dann 150 eventuell auf der Aufwärtsseite, beziehungsweise habe ich, schaut euch das auch an dieser Stelle kurz gesagt, auch gerne immer mal an. Ich mache am Abend immer nochmal eine DAX-Analyse auf meinem persönlichen Kanal von Megatrading und habe dort im Prinzip lokalisiert, was ich jetzt hier im Metatrader gar nicht drin habe. Wenn man sich auf dem Tageschart das anschaut, haben wir natürlich zum einen diese markanten Tiefs, die wir gestern als Ziel genutzt haben, der Bereich hier um die Marke 130. Das war natürlich ein interessanter Zielbereich, den wir gestern angelaufen haben, der jetzt auch so ein bisschen natürlich übergeordnet interessant ist, aber dadurch, dass mal wieder die US-Märkte so stark sind, ist es durchaus denkbar, dass wir diesen Bereich nach oben durchschreiten. Ja, und dann kommt hier, das sieht man in dem Chartbild jetzt nicht so, wir haben natürlich so ein bisschen ein Problem, wo setzen wir denn jetzt hier das nächste Ziel an? 280 ist ganz schön sportlich, das ist ganz schön weit für die Aufwärtsseite aktuell im DAX. Und da zeigte sich hier im Volumenprofil, wenn man ein etwas längeres Volumenprofil einzeichnete, zeigte sich so in etwa im Bereich zwischen 200 und 220 eine Spitze im Volumenprofil. Und somit ist hier in diesem Bereich so in etwa das Ziel, was gar nicht so unrealistisch wäre, also etwas unterhalb von 280 logischerweise, in etwa so 220. Und hier, das sieht man auch in der Chartdarstellung nicht, da wir immer im Prinzip einen durchlaufenden Chart hier haben, schaut man auf die Futures, sieht man, dass im Bereich zwischen 200 und 220 noch ein kleines offenes Gap klafft aus der vergangenen Handelswoche, was dann eben auch geschlossen werden würde, wenn wir in diesen Bereichen etwa 220 laufen. Also hat man hier erstmal 150, das wäre so das nächste kleine Ziel, hier aus dieser Überlegung den Markt auf der Long-Seite zu nehmen. Moment, zack. Also 200, erstmal 150, da hätten wir schon ein 3:1 Chance-Risiko-Verhältnis in etwa für diese Trade-Überlegung. Und dann nochmal, das ist dann nochmals in etwa 50 bis 70 Punkte weiter höher, würde der nächste Widerstand kommen, der durchaus realistisch wäre, wenn eben zum Beispiel die US-Märkte anfangen weiter in Richtung der Allzeithochs zu laufen, dann sollte eigentlich der DAX auch am Freitag heute etwas mitmachen.
Ja, somit haben wir hier verschiedene Ziele, wie gesagt 150, 200, 220, das sind so die Bereiche und dann nochmal eben die Abwärtsseite, wenn eben der Markt hier drunter läuft, dann ist eben der Bereich 12.000 vielleicht auch knapp darunter auch denkbar. Also die Long-Seite wie die Short-Seite wieder interessant, das ist an sehr, sehr vielen Handelstagen ja so, dass wir eben ja, auf der Aufwärtsseite wie auf der Abwärtsseite pushen können. Ich für mich persönlich habe dann immer so, ich nenne es richtungsentscheidende Marke, die hatten wir mit in etwa 12.060 hier beziehungsweise knapp darunter deklariert für den heutigen Tag und somit wissen wir jetzt auch grob vom Handelsplan oder ich weiß grob vom Handelsplan, was ich versuche hier dann zu machen. Ja? Nur eben nicht, wie eben eingangs erwähnt, mit aggressiven Einstiegen. Also ich möchte schon den Rückläufer sehen. Aktuell hat er das leider erstmal noch nicht ganz geschafft, hier jetzt in diesem ersten Lauf nach unten zu gehen. Mal gucken, ob er uns das noch, ob er uns den Gefallen grundsätzlich noch tut. Wenn er hier jetzt schon diese Tageshochs überschreitet und uns ja logischerweise jetzt dann noch nicht mitgenommen hat, also wenn er jetzt direkt nach oben läuft, dann muss ich erstmal diese Order hier unten rausnehmen. Sie ist dann weiterhin nicht uninteressant für den heutigen Tag. Aber dann warte ich erstmal, wenn der Markt dann wieder nach unten kommt. Wie verhält er sich hier? Gibt er mir einen Trigger? Oder rutscht er vielleicht direkt erstmal in Richtung 17.30 und dann kann man hier unten vielleicht schon wieder etwas aggressiver versuchen einzusteigen. Ja? Das ist jetzt der Gedanke. Also wenn er, bevor er neue Tageshochs ausbaut, hier nochmal runterkommt, würde ich sofort kaufen. Baut er jetzt gleich neue Tageshochs aus, nehme ich diese Order hier unten erstmal raus und warte, wenn er dann wieder dorthin kommt, wie er sich dort verhält. Und ihr kennt das auch, ich zeichne das ja dann immer ein, können wir auf dem 5-Minuten-Chart nochmal machen. Ich zeige das mal an dem Short-Beispiel von gestern. Moment, ich schiebe das mal rüber. Das hier war das Short-Beispiel gestern. Also der Markt ist ja gestern erstmal in diesen Bereich reingelaufen, der für mich nicht so uninteressant war. Dann hatte ich hier erstmal abgewartet, dann ist der Markt nochmal ein kleines Stück hoch, zeigte, dass er über dieses Hoch nicht mehr nennenswert rüber wollte, zeigte hier dann wieder Schwäche und dann bin ich erst eingestiegen. Also ich warte dann ab, warte wirklich, dass der Markt mir zeigt, er will nach unten, warte auch gerne eben nochmal so eine Punkte ab, wo der hier, wenn ich hier direkt eingestiegen wäre, ja, Stop hier über dieses Hoch, würde man ja gefüllt werden. Also warte auch gerne nochmal auf so eine kleinen Unsauberheiten im Markt, um dann eben in dem sozusagen zweiten Versuch des Marktes dann hier nach unten zu pushen, erst reinzukommen. Und ähnlich würde ich es jetzt hier mit der Long-Seite versuchen. Wie gesagt, aktuell liegt ja die Order noch drin und bleibt auch drin. Wenn der Markt allerdings, wie gesagt, die Tageshochs schon rausholt und dann eben erstmal ja schon ohne mich nach oben läuft, dann warte ich, dass er eventuell aus diesem Bereich von hier oben trotzdem hier runterkommt, irgendwie hier reagiert, vielleicht auch ein Stück tiefer geht, dann wieder anfängt hochzugehen, vielleicht nimmt er die Tiefs nochmal kurz raus oder baut hier aber eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs aus, ja, um dann, meistens kommt man trotzdem in diesen Bereich rein, wo man eh schon einsteigen wollte, manchmal auch etwas höher, dass man dann entsprechend entweder mit so einem Bruch von so einem kleinen Zwischenhoch oder sogar ein Stück höher, dass man hier in diesem Bereich dann auf der Long-Seite reinkommt. Ja, also etwas defensivere Einstiege, um eben dem vorwegzugreifen, wenn der Markt vielleicht doch durchknallt in Richtung 17.30 Uhr Schlusskurs, dass man dann nicht direkt dabei ist und innerhalb von 3 Minuten hier irgendwie seinen Stop kassiert. Ja. Was, entschuldigt, was natürlich in so einem zweiten Anlauf, wenn er schon mal da oben war, auch durchaus passieren kann. Ja. Das ist jetzt die Überlegung zu diesem Level und wie gesagt 17.30 Uhr Schlusskurs auf der Unterseite würde ich dann ähnlich machen wie jetzt, da würde ich direkt wahrscheinlich ein Limit reinlegen, ja, um dann eben dort unten, wenn er da unten hinkommt, dann eben versuchen direkt zu kaufen und nicht auf so ein Gebilde wie hier eingezeichnet zu warten. Der Vorteil von diesem Gebilde quasi, was ich jetzt hier eingezeichnet habe, diese sogenannte Triggers, dieses Triggerkonzept, da gibt es natürlich noch 2, 3 andere Konzepte, auf die ich achte. Das ist immer ein bisschen zu kompliziert, jetzt hier auch immer alles zu erklären. Vom Grundkern sind eigentlich alle gleich. Das Schöne ist an der Geschichte, wenn ich dann in den Bereich hier irgendwo reinkomme in den Markt, ja, auf der Long-Seite, dann habe ich natürlich, wenn das nicht zu nah ist, mit diesem dann hier ausgebauten Tiefpunkt einen interessanten Stopppunkt, der liegt jetzt in dem Fall zufällig da auch hier mit dem Tief dann eben einher oder geht mit diesem Tief einher, vielleicht ist es auch leicht tiefer, dann habe ich natürlich hier einen interessanten Stopppunkt, den man nutzen kann, entweder direkt den Stop draufpacken oder knapp darunter, je nach ATR und Co. Aber höchstwahrscheinlich ist nach wie vor dann für diesen Einstieg, auch wenn die ATR etwas ansteigen sollte,
ist vielleicht dieser Stoppunkt hier unten dann eventuell etwas zu weit. Aber es kann auch sein, dass der dann passt. Ja, und dann kann man diesen natürlich weiterhin nutzen. Aber selbst wenn ich den hier unten nutze, wenn dann der Markt anfängt, hier so ein bisschen für mich zu steigen, ja, dann habe ich natürlich relativ schnell die Möglichkeit, diesen da unten sitzenden Stop dann wenigstens an dieses Tief dann irgendwann nachzuziehen, weil es charttechnisch schön im Raum steht. Ja. Also das sind so die Gedanken, die jetzt hier zu dieser Trade-Idee erstmal grundsätzlich stehen. Und da müssen wir jetzt schauen, was der Markt da grundsätzlich draus macht. Wir schauen uns mal den Euro-US-Dollar an, der jetzt mittlerweile in so einem interessanten, Moment, wir nehmen die andere Darstellung, der jetzt in diesen interessanten Bereich kommt, den ich gestern, vorgestern hatte ich ja das Devisenradar am Nachmittag etwas verspätet kurz gemacht und meine Gedanken dort kundgetan. Zu diesem Zeitpunkt war es noch so, dass der Markt hier unten irgendwo rangierte. Kurz danach, es war wirklich kurz danach, ich glaube so eine Viertelstunde später oder so, war mein Setup, was ich dort eben grundsätzlich verfolgt habe, schon mal direkt für die Tonne. Ne? Wir waren in diesem Bereich hier unten und mein Gedanke war ja, okay, wenn wir weiter nach unten kommen, dass man hier unten vielleicht kurz vor der 15:30 erst nochmal auf der Abwärtsseite versucht, da eventuell der Euro-US-Dollar weiter nach unten fällt. Wie gesagt, kurz danach, zang, ging das Ding nach oben, wieder an die 16:30 ran, reagierte hier kurz und gestern dann hier die nächste Reise nach oben. Jetzt kommt so langsam mein Long-Setup. Ja, wir sind ja nach wie vor in dieser Schiebezone, man sieht das hier, der Markt geht wieder hin und her und kommt jetzt langsam, wer eben hier auch des Öfteren mit dabei ist, der weiß, dass wie da meine Gedanken zum Euro-US-Dollar sind und dass ich hier in diesem Bereich hier oben massiven Widerstand sehe. Das ist diese 17:30 hier, wo der Markt eben schon mehrfach fast exakt gegengelaufen ist, der auch in der Vergangenheit nicht unwichtig war als Widerstand und Unterstützung, der dann auch hier in dieser Aufwärtsbewegung nochmal exakt gehalten hat. Und jetzt ist der Gedanke, natürlich irgendwann kommt der Bruch solcher Bereiche nach oben und umso stärker die sind, umso unwahrscheinlich, oder es ist dann nicht unwahrscheinlich, dass solch ein Bruch auch mit etwas Momentum vonstatten geht. Momentum bedeutet, dass es eventuell, wenn ich hier oben irgendwie mit einem Stop biege, um in den Markt per Breakout reinzukommen, dass das nicht selten mit ein wenig Slippage vonstatten geht, sprich, dass mein Einstieg nicht da ist, wo ich möchte, sondern noch sogar leicht darüber, weil man sich ja sozusagen einstoppen lässt. Somit ist bei solchen Überlegungen oder bei solchen Szenarien mein Gedanke, dass ich es dann, ich schiebe das mal ein bisschen größer, und hier oben diese blaue Linie ist ja dieser, in etwa dieser Breakout-Bereich, teilweise sogar also noch ein Stück weit drüber. Also dieser Bereich hier, der ist dieser Bereich, der eventuell interessant wird. Ja, und dass dann eben hier so ein bisschen so ein Domino-Effekt stattfindet, dass wenn der Markt wirklich rüber geht, dass es dann eben etwas schneller geht. Somit ist es oft nicht verkehrt, wenn man sich hier überlegt, vorher auf irgendeine Art und Weise schon reinzukommen. Das ging hier unten zum Beispiel auf der Abwärtsseite schief. Ich habe hier unten versucht, aber selbst ein Breakout wäre hier unten, wenn man sich dieses Tief genommen hätte, wäre hier eben schief gegangen. Ich habe hier versucht, etwas eher reinzukommen, ähnlich wie ich es jetzt hier oben erkläre. Führte dazu, dass der Markt kurzzeitig im Plus war. Ich sogar hier ein bisschen Trade-Management, glaube ich, war das der Trade, auch habe stattfinden lassen können, also mein Risiko schon so ein bisschen rausnehmen konnte. Schlussendlich aber, dass nur ein Fake-Ausbruch, wirklich ein minimaler Fake-Ausbruch war und ja dann, wie gesehen, hier der Markt nach oben ging. Ein ähnliches Szenario, nur spiegelverkehrt, überlege ich mir jetzt hier auf der Aufwärtsseite. Wenn der Markt jetzt hier weiter nach oben kommt und jetzt sind wir schon so langsam, wo ich gucke, okay, vielleicht kann man hier irgendwie reinkommen. Noch ein bisschen nach oben, dann vielleicht nach unten und dann steigt der hier und dann kann man hier schon mal auch so einen kleinen Mini-Breakout vielleicht auf einem 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart dann auf der Aufwärtsseite versuchen, dass man hier in dem Bereich oberhalb von 1,17 schon long positioniert ist. Man müsste dann schauen, ich würde hier diese Idee, den Stop, da ist schon so ein Mix aus, schau mal auf den DAX, okay, danke. Ja, DAX geht nach oben, leider ohne mich. ja, da habe ich jetzt erstmal persönlich für mich nichts zu tun. Ja, ich muss jetzt nur, er hat die Hochs noch nicht rausgeholt. Wir lassen die erstmal noch hier drin, aber ich denke, ich nehme sie gleich raus, die Order. Ne? Entschuldigt. Gehen wir nochmal auf den DAX, auf den Euro-US-Dollar und führen diese Idee zu Ende. Da ist ja, wir gehen mal auf den Tageschart, im Euro-US-Dollar aktuell meine Ideen, da die Schwankung, die Tagesschwankung relativ klein ist.
Ja, wir haben im Euro-US-Dollar, ich zeige das hier unten auf der ATR, aktuell eine durchschnittliche Schwankung von ungefähr 65 Ticks. Also der Euro-US-Dollar bewegt sich am Tag durchschnittlich lediglich 65 Ticks. Der Dow Jones liegt aktuell am Tag bei 150 vergleichbar oder bei 160. Der DAX liegt bei gut 100. Also der Euro-US-Dollar ist relativ gering von der täglichen Tagesschwankung. Hinzu kommt, dass wir in den letzten Wochen und fast Monaten auch im Euro-US-Dollar keine wirkliche Trendtendenz haben, zumindest nicht im Tageschart. Der Markt geht mehr seitwärts tendierend. Wir hatten lediglich hier und hier mal so ein bisschen klarere Bewegungen, die eben verhältnismäßig zeitlich gesehen eigentlich sehr, sehr kurz waren und wir laufen jetzt wieder seitwärts. Sprich, zum einen, wenn ich sowas sehe, wenn ich Märkte eben handle und habe solche Situationen, werden meine Handelsaktivitäten weniger. Bedingt durch die Seitwärtsphase, bedingt durch die geringere Schwankung. Und ich gehe so ein wenig aus dem klassischen Daytrading in Richtung Swing Trading. Bedeutet, dass ich schon auf kleinerer Zeitebene auch nach Einstiegen suche, aber die Ziele etwas sportlicher wähle, also wirklich ein Swing-Trading-Ziel, dass der Markt es schafft, hier vielleicht in Richtung 18,20 zu laufen, wenn er richtig stark ist, sogar in Richtung 1,19. Das sind bedingt durch die tägliche Tagesschwankung natürlich Bewegungen, die dann nicht zwingend innerhalb von einem Tag eintreten, sondern vielleicht innerhalb von 3, 4, 5 Tagen. Somit ist jetzt so ein bisschen das Problem, wenn wir heute den Einstieg finden. Wir haben es mal wieder Freitag. Ihr wisst, übers Wochenende halte ich ungern solche Positionen. Ich muss mir das eben wirklich überlegen, ob ich das heute mache oder ob ich erneut darauf setze, dass dann eben Montag mir vielleicht ein Einstieg mit diesem Break nach oben gegeben wird. Das Problem ist, dass sowas natürlich auch ganz gerne dann übers Wochenende passiert. Also ich muss mir das wirklich stark überlegen. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten übers Wochenende relativ geringe Gaps. Vielleicht pokere ich mal so ein bisschen darauf, dass ich hier auch übers Wochenende, wenn ich einen Einstieg heute bekomme, diese Position laufen lasse. Mit dem Gedanken, dass es natürlich auch am Montag, wenn ich vielleicht irgendwo hier in diesen Bereich reinkomme und meinen Stop, da schauen wir gleich mal, verhältnismäßig fürs Daytrading etwas weiter weg habe, aber fürs Swing Trading gar nicht so weit weg, müssen wir gleich nochmal gucken. Dass ich dann eben eventuell damit rechnen muss, dass am Montag ein Gap vielleicht auftritt, was hier ist oder hier unten ist. Das kann passieren, das muss nicht passieren. In den letzten Monaten, wie gesagt, waren die Gaps übers Wochenende nicht groß. Aber wenn es passiert, muss ich einfach damit rechnen und meine Positionsgröße auch so wählen, beziehungsweise mein Risikomanagement so fahren, dass mir selbst so ein Gap, was natürlich dann voll gegen mich läuft, mir nicht zu doll wehtut. Und früher oder später, wenn man lange genug handelt, ich mache das seit 20 Jahren, dann wird einem auch so eine Situation passieren. Im DAX hatten wir Zeiten, da hatten wir übers Wochenende Gaps, die waren 200-300 Punkte groß. Auch in den Währungen gab es sowas. Es gab es in allen Märkten. Ja, das ist nicht die Regel. Aber gerade Euro-US-Dollar, DAX, Dow Jones, S&P, all die Märkte, die hier natürlich auch anfällig sind gegen eventuelle Hiobsbotschaften, sei es von Trump oder von irgendwelchen weltwirtschaftlichen Dingen, irgendwas, was wirklich kriegsentscheidend für den Markt ist, dann kann es natürlich passieren, dass auch mal übers Wochenende eben auf einmal Gaps auftreten, die teilweise im Niemandsland liegen. Ja, umso größer, umso unwahrscheinlich, aber sie treten irgendwann ein. Und wenn sie dann eintreten, dürfen sie einem nicht die Schuhe ausziehen. Das ist extrem wichtig. Sprich, wenn ich hier eine Positionsgröße habe und hier vielleicht mit einem Risiko agiere von 0,5% vom Konto, ja, oder 0,4, 0,3%, ich arbeite da nicht mit so großen Größen, dann ist das, wenn der Markt hier unten eröffnet, dann wären das vielleicht, also wenn wir jetzt mal mit 0,4 rechnen, dann sind das hier 0,8%, die vom Konto weg wären. Hier wären es 1,2%, hier wären es dann 1,6%, hier wären es 2%. Ja, das ist nicht schön. Gerade wenn man eben kleinere Positionen mit kleineren Positionen arbeitet. Aber wenn wirklich dieses Extremum passiert, gut, dann sind 2% vom Konto weg. Nicht schön, aber ist verkraftbar. Und das nächste ist ja, schaut euch mal das Potenzial an für solche Trades. Wir hatten hier in dieser Abwärtsbewegung, ich glaube, sowas mitnehmen können. Das war jetzt nicht so megamäßig, aber es war okay. Und ich habe auch in dem Euro-US auch schon größere Bewegungen mitnehmen können. Ja? Und wenn dann hier diese Bewegung eventuell eintritt in Richtung der Ziele, ja, dann ist das ja auch schon gesund. Also ich kann natürlich mit einem guten Trade auch fast das rausholen,
was mir hier im Extremum vielleicht passieren könnte. Und das ist ganz wichtig, wenn man eben auf solche Geschichten achtet oder wenn man da eben drauf achten muss. Wochenende, lange Pause, keine Möglichkeit des Agierens. Wenn der Markt zu ist, ist egal, wo mein Stop liegt. Ich werde irgendwo gefillt, wenn es extrem wird. Und das muss man halt definitiv mit aufbauen. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann passieren auch mal Gaps, die unvorstellbar groß sind. Ja, irgendwo hier unten. Und selbst das tut zwar weh auf dem Konto, aber es zieht mir mit Abstand nicht die Schuhe aus. Das würde vielleicht meine Monatsperformance ins Minus drücken. Ja, ist nicht schön, aber ich bin immer noch handlungsfähig und ich habe einen kleinen Dämpfer bekommen. Aber der passiert ja Gott sei Dank eben nicht jedes Wochenende oder jeden Tag. Das ist nicht schön. Aber sowas darf einem eben nicht das Konto ruinieren, weil meine Positionsgröße zum Konto viel zu groß ist. Ja? Also das jetzt nur mal kurz nochmal der Ausflug zu der Geschichte. Etwas ausgeprägter. Also der Gedanke hier oben steht. Wir werden das heute Nachmittag nochmal ausführen, wo dann eventuelle Stops liegen. Denn hier ist ja erstmal Luft für die Märkte. Jetzt kommt der Markt runter. Jetzt muss ich die Order hier erstmal rausnehmen. Ja? Moment, dazu verschieben wir mal kurz die Linie. So, warum nehme ich das jetzt raus? Der Markt hat die Hochs hier oben rausgenommen. Wären wir schon mit dabei gewesen, hätten wir unseren Stop schon im Plus. Und jetzt ist der Gedanke, wie gesagt, so ein Xetra-Gap, was hier unten orange liegt. Sowas wird nun mal gerne vom Markt geschlossen. Das macht er fast jeden Tag. Deswegen gibt es auch Strategien auf Gap Closes. Ja? Und ja, man könnte jetzt natürlich darüber nachdenken, die Abwärtsseite zu handeln in Richtung dieses Kurses hier. Das kann man versuchen, ist jetzt nicht meine Herangehensweise, aber jetzt kommt eben das, was ich gerade erklärt habe. Ich schaue, wie der Markt sich in diesem Schlusskursbereich 22 Uhr, Öffnungskursbereich verhält, auf den eventuellen Trigger zu warten oder, wenn er durchrutscht, hier unten etwas aggressiver mit dem Einstieg zu werden. Das ist jetzt die Herangehensweise. Ich lese jetzt nochmal im Chat. Entschuldigt, dass es erst etwas später stattfindet und ich bin dann auch gleich durch. Guten Morgen, Mike. Mein gestriger Dauertrade wurde durch den Market Maker Commerzbank getriggert. Die Slippage-Kurse wurde aber revidiert. 28 Punkte minus ausgestoppt. Alles klar, perfekt. Also hier lohnt es sich danach zu fragen, warum dann eben hier so eine große Slippage aufkam und es war schlussendlich dann zwar etwas Slippage, die ganz normal ist, wenn es mal schnell wird, aber hier wurde auf jeden Fall etwas zurückgebucht. Sehr schön und das ist auch wichtig, eben hier dann immer mal wirklich zu gucken, wenn wirklich außergewöhnlich große Slippage auftritt, hier eben nachzuhaken, weil das ist eigentlich nicht normal. Ja? Das Slippage auftritt, also wenn ich 20, 25 Punkte Risiko habe und dann eben 26, 27, 28 bekomme, dann ist das normal. Das ist am Markt so, weil wir eben gerade im Dow, da ist die Liquidität etwas geringer im Verhältnis zum S&P. Und wenn ich eben Märkte habe, die nicht so liquide sind, auch in den Futures, dann wird das natürlich gespiegelt im CFD und dann bekommt man auch mal schlechtere Ausführungen. Passiert mir auch und ich habe auch schon Ausführungen bekommen, die eben teilweise 30, 40 Punkte groß waren, auch in den Futures. Das ist auch nicht natürlich an der Tagesordnung, aber sowas passiert, ähnlich wie so eine großen Gaps, wie ich es gerade erklärt habe, passieren können. Ne? So, und wie liegt denn dein Stop bei deiner Order? Gut, okay, wie gesagt, die liegt jetzt hier draußen. Stopgröße hatte ich erklärt. Wenn ich hier reingehe, dann war hier unten der Stoppunkt beziehungsweise dieser Tiefpunkt hier auch noch interessant. Also die letzten markanten Tiefs, die man hier zwar in der Nachtsession sieht, aber irgendwo markant waren, das waren die Stops für den DAX. Morgen gleich kriege ich meine 2,20 im Dow. Genau, also das wäre natürlich schön, wenn du da vielleicht reinkommst und der Markt ein bisschen auf der Abwärtsseite pusht. Wieso ist denn die Commerzbank ein Market Maker? Ich denke, die ist eine Bank. Das ganze Trading zu kapieren, ne. Entweder traden oder bleiben lassen. Verstehen wollen, vergiss es. Naja, doch, man versteht es schon. Also es ist schlussendlich so, dass es natürlich alles, was mit Geld zu tun hat, viele Bankhäuser natürlich auch Market Maker sind, Liquiditätspools stellen, Depots stellen und schlussendlich, ja, das ist ärgerlich, dass man hier eben nicht mit dabei war, weil es drückt der DAX nach oben. Ne? So, aber schlussendlich eben ist es bei JFD so, dass eben der Market Maker, also die Gegenpartei, nicht JFD ist, sondern ein Preispool. Ein Preispool gebildet aus zum Beispiel Banken, aus Liquiditätsprovidern. Ja? Und da ist es dann im Endeffekt so, ich zeichne das mal kurz ein, ganz einfach, wenn wir im Prinzip generell, das sind wir,
Und wenn wir im Prinzip bei einem Market Maker Broker handeln, dann steht als Gegenpartei der Market Maker und wir tauschen im Prinzip hier dann entsprechend die Orders einfach nur aus. Und hier ist natürlich der Market Maker, der möchte natürlich Geld verdienen. Somit gibt es hier einen Interessenkonflikt. Mehr will ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, weil es auch zu weit ausufert. Wenn wir jetzt eben einen Preispool haben, so wie es bei JFD ist, und das ist sehr, sehr selten, dann haben wir an der Stelle mehrere Broker, Banken, die natürlich schlussendlich auch Market Maker sind, ja, oder im Prinzip ähnlich agieren. Aber diese Gruppe an Leuten steht schlussendlich ja in einer Konkurrenz zueinander, weil alle die Gegenpartei eingehen wollen, weil sie natürlich durch den Spread trotzdem Geld verdienen. Aber dadurch, dass hier eine Konkurrenz da im Prinzip passiert und nicht nur eine Partei also gegen uns klingt jetzt blöd, aber nicht nur eine Partei auf der anderen Seite steht, sondern 10, 20, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da drin sind, aber die stehen in Konkurrenz zueinander, weil jeder ja die Geschäfte machen möchte und somit wird dieser Spread, der bei einem Market Maker durchaus mal richtig groß werden kann, wird der künstlich klein gehalten, weil natürlich der eine sagt, okay, ich habe jetzt in einer Situation den Spread auf 10, der nächste sagt, naja, dann kann ich ja 8 geben, verdiene ich immer noch Geld. Dann sagt der nächste, naja, 8 ist ja viel Geld, ich mache 6 draus. Dann sagt der nächste, naja, 6 ist immer noch viel, mit 4 kann ich auch leben. Ja, macht dann 4 draus. Und dann schlussendlich ist der Letzte, der sagt, okay, mir reicht der kleine Spread von einem Punkt, ich gebe dir trotzdem den guten Kurs. Und natürlich kommt dann hier der beste Ausführungskurs zum Tragen für uns als Händler. Und zwar immer der kleinste. Und dadurch, dass die in Konkurrenz zueinander stehen, habe ich natürlich grundsätzlich beste Grundvoraussetzungen, dann das auch zu bekommen. Das ist ähnlich wie der Markt funktioniert. Nur dass ich im Future hunderte, tausende Trader gegen mich haben, die natürlich in Konkurrenz zueinander stehen, um schlussendlich den Kurs zu bilden. Hier sind es Liquiditätsprovider, die im Prinzip dann ja den Kurs stellen. Das mal an der Stelle kurz einfach erklärt, Mr. Sokoban, und vielleicht auch noch für den einen oder anderen. Somit ist JFD wirklich, und das ist auch ein Grund, warum ich mich persönlich für JFD entschieden habe, weil man einfach in einem CFD, in einem künstlich erfundenen Produkt, was nicht an einer Börse gehandelt wird, trotzdem faire Ausführungen bekommt und hinzu kommt noch, dass man sogar, was es am Markt nicht gibt, positive Slippage bekommt. Aber das können wir bei einer anderen Gelegenheit dann mal erklären. Wie soll man das jetzt im DAX verstehen? Mr. Sokoban, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber gerne heute Nachmittag wieder. Du bist ja immer mit dabei. Stell deine Fragen. Ich werde versuchen, sie bestmöglich zu beantworten und vor allen Dingen immer einfach zu beantworten verständlich. Somit, jetzt haben wir ja hier das mit den Liquiditätsprovidern mal geklärt. Und Commerzbank, wie gesagt, gehört wahrscheinlich auch mit dazu. Und ja, alles Weitere dann heute Nachmittag natürlich im Livestream US Opening Bell. Wir schauen mal, was der Markt jetzt hier draus macht. Ihr kennt die Ziele, wer long mit dabei ist, hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, hier diesem zu folgen. Ich persönlich bin noch nicht drin. Ich schaue mir das Ganze jetzt an und kann sein, dass ich jetzt im DAX zumindest heute Vormittag noch nichts mache, weil, wie gesagt, Breakouts ich nicht handeln möchte und mir jetzt mal anschaue, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, wenn der Markt hier doch nochmal so ein kleines Stück nur zurückkommt, ob man vielleicht hier irgendwo einsteigt. Aber da gibt es jetzt noch kein Setup und ich bin jetzt auch durch, denn der Chris kommt gleich mit dem Devisenradar oder fängt schon an, 31. Also bis heute Nachmittag. Ich freue mich drauf. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.